Guten Morgen, liebe Mitradler. Heute am 19. Oktober 2017, vielleicht dem letzten schönen Oktobertag, will ich hoch zu den Förstergräbern radeln. Die liegen im Wald oberhalb von Seidenroth. Dazu muss ich erst nach Hohenzell und später nach Bellings und hoch zum Bellinger Kreuz. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Tour und hoffe, es wird euch gefallen. Bis nachher. Wir befinden uns jetzt in Bellings. Von hier aus fahren wir die Straße hinauf bis zum Bellinger Kreuz. Dann einen Kilometer in Richtung Majos und dort wieder rechts in den Wald hinein bis hinauf zu den Förstergräbern. Die befinden sich hier. So, liebe Freunde, wir sind am Bellinger Kreuz angekommen. Hier biegen wir links ab in die Nebelwand und fahren etwa einen Kilometer auf der Straße Richtung Majos. Und tatsächlich, genau nach einem Kilometer führt der Weg rechts in den Wald hinein. Wunderschön gefärbt sind die Blätter in diesem traumhaften Herbstwald. Und nach genau 1,5 Kilometern im Wald geht es links hinauf zu den Förstergräbern. Nach weiteren 300 Metern haben wir unser Ziel erreicht. Viele Wege führen von hier aus in alle Richtungen. Wir aber fahren wieder zurück und biegen links ab Richtung Seidenroth. Und nach 150 Metern fahren wir rechts ab Richtung Steinau und Erlebnispark.
Nach dem Freizeitpark fahren wir auf der Straße rechts hoch und nach ca. 300 Meter wieder links hinab nach Bellings. Ein letzter kleiner Anstieg am Bellingser Sportplatz. So, liebe Radlerfreunde, nach 27 Kilometern sind wir wieder zu Hause in Schlüchtern angekommen. 27 anspruchsvolle Kilometer mit anspruchsvollen Steigungen und ebenso anspruchsvollen Abfahrten auf geschotterten, mit Laub bedeckten Waldwegen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr fahrt das nächste Mal wieder mit. Bis dahin, schöne Radtouren bei schönem Wetter wünsche ich euch allen zusammen und immer viel Luft auf den Reifen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.